Liebe Unternehmer, verehrte Zuschauer, reden wir über Digitalisierung und tun wir das mit einem, der es wissen muss, denn er ist einer der erfolgreichsten digitalen Unternehmer und Gründerpersönlichkeiten, die wir in Deutschland haben. Hallo, lieber Dr. Jörg Haas in Bonn. Hallo zusammen, Jörg Haas, grüß dich, Herr Oehlmann. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Lieber Dr. Haas, jetzt erleben wir gerade in diesen ganz besonderen Krisenzeiten erhebliche Verwerfungen in unserem tradierten Modell der industriell geprägten Wirtschaft, des produzierenden Mittelstands. Hat oder hätte Digitalisierung das Zeug, diese Verwerfung, die wir zurzeit erleben, aufzufangen? Ist Digitalisierung das Allheilmittel, was uns als Wirtschaftsstandort retten kann? Schaut man zurück ins Ende des 19., ins 20. Jahrhundert und sieht, dass wir ein Technologiestandort erster Klasse waren, dass wir die Innovationen in der Welt getrieben haben, dass wir Technologie, gerade auch industrielle Technologie getrieben haben, dann haben wir doch in den letzten 30, 40 Jahren unglaublich in Europa und gerade in Deutschland verloren. Also Technologie ist ein Auffangmittel für ganz viel, was wir am Wohlstand generieren können. Aber wenn wir heute ehrlich sind und schauen, was passiert in Deutschland, dann ist es doch, dass wir mehr Software konsumieren. Software, die in den USA entwickelt wird oder in der Welt entwickelt wird, ob das Microsoft, ob das Apple, ob das Google, ob das Facebook, ob das Amazon und so weiter ist, dann nutzen wir Software. Wir sind die Konsumenten, aber nicht mehr die Produzenten. Insofern bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, dass wir es hier in Europa schaffen werden, diese Krisen unserer Kernindustrie durch IT aufzufangen. Dafür sind wir nicht innovativ genug, nicht schnell genug, nicht risikobereit genug. Meine Empfehlung ist, lasst uns an den Stärken weiterarbeiten. Wir sollten in der mittelständigen industriellen Industrie innovativ bleiben, sollten doch das können, was wir haben. Diese unglaubliche Patentfülle, die wir immer noch im Mittelstand besitzen, für die industrielle Fertigung weiter nach vorne treiben und die mischen mit Informationstechnologie, hierfür Informationen zur Verfügung stellen, Software zur Verfügung stellen, um diese nach vorne zu treiben. Also ich persönlich bin sehr skeptisch, dass wir es alleine durch Informationstechnologie hinbekommen, glaube aber, dass es eine große Aufgabe sein wird von uns, dass wir Technologie schaffen, auch Software-Technologie schaffen in Deutschland, um aufzuholen, um nicht auf dieser Strecke noch mehr an Rückstand zu gewinnen. Aber um das klar zu sagen, nein, ich glaube es nicht, dass wir das hinbekommen. Wenn dem so ist, dass es andere schaffen könnten, Sie sagen an anderer Stelle, Digitalisierung wird den Wohlstand der Zukunft schaffen. Können wir es ein bisschen konkreter machen? Wo sind dann die Wertschöpfungsfelder einer solchen digitalisierten Wirtschaft? Ja, wir haben gesehen, in der industriellen Fertigung haben wir es in den letzten 50 Jahren geschafft, über Robotertechnologie, Fertigungsverfahren einen unglaublichen Produktionsvorsprung hinzubekommen, also einen Fortschritt hinzubekommen in der Fertigung. Wenn man heute sieht, wie Autos produziert werden oder Handys produziert werden, mit welcher oder Chips, das ist alles wirklich maschinengetriebene, über Software gesteuerte Fertigung. Da waren wir ganz, ganz, ganz toll. Und dieses werden wir auch weiterhin nach vorne treiben müssen. Jetzt sehen wir aber 73% unserer arbeitenden Bevölkerung, der Beschäftigte, arbeiten im tertiären Sektor, im Dienstleistungsbereich. Und im Dienstleistungsbereich werden wir in der Zukunft noch viel, viel, viel mehr automatisieren können. Der Automatisierungsgrad im Dienstleistungsbereich ist um vieles niedriger als im Bereich der fertigen Industrie. Wir sind jetzt kurz davor, dass die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre so sukzessive in Rente gehen. Immer mehr im demografischen Wandel werden wenige junge Leute, alte Personen ernähren müssen. Die Arbeitsproduktivität des Einzelnen muss
überproportional steigert werden, damit wir es überhaupt hinbekommen, mit wenigen arbeitenden Beschäftigten so viele im Ruhestand befindliche Personen auf diesem Wohlstandslevel zu halten, wie es heute ist. Sie haben gefragt, ich soll mal konkreter werden. Beispielsweise brauche ich heute in Routinetätigkeiten der Finanzströme, einer Finanzbuchhaltung. Eine Rechnung kann automatisch nahezu erstellt werden. Leistungsdokumentationen können nahezu im System durch indem ich mehr Leistungen mit dokumentiere, erstellt werden. Ich kann komplett den Stream der Finanzbuchhaltung zu 90% automatisieren. Eingangsrechnungen, die hineinkommen, automatisch hochladen lassen, analysieren lassen. Ich kann die Rechnungspositionen erkennen. Ich kann die Kostenstellen dort hinterlegen, automatisch durchbuchen bis in die Finanzbuchhaltung hinein. Und auch die Zahlungsströme mit den Banken abgleichen. Ich brauche keine Menschen mehr dafür. Ich kann Regeln bauen, ich kann künstlich intelligente Bots bauen, die mir ganz viele Prozesse erleichtern. Und das glaubt man jetzt, ist das so in diesen Verwaltungstätigkeiten. Ich sage, genauso in der Medizin, Medical Pathways, in den USA seit 20 Jahren bekannt, dokumentieren das Wissen, wie ich Patienten bei bestimmten diagnostisch identifizierten Krankheiten behandle im Prozess drin. Und ich kann hier Fachwissen, das intelligenteste und kompetenteste Fachwissen der besten Chefärzte dieser Welt, akkumulieren in einem Medical Pathway, in einer Beschreibung, wie behandle ich einen solchen Patienten. Und der junge Assistenzarzt oder Ärztin kann dann den Patienten nach diesen Mustern behandeln. Und so kann ich Fachwissen in Informationssystemen hinterlegen und einen Arzt dazu führen, genau die richtigen Schritte zu machen. Auch wenn der Patient multimorbide ist, wo es immer schwieriger wird, ohne Erfahrungswissen zu agieren, kann ich dieses Erfahrungswissen zur Verfügung stellen und kann in künstlich intelligenten Regelsystemen und Analysesystemen dem Arzt die richtigen Vorschläge geben. Bildanalyse. Wenn ich heute im MRT liege und habe ein Bild aufgenommen, schaut der Arzt da drauf und versucht zu sehen, ob dort irgendetwas Anormales ist, oder ob irgendwo ein Karzinom oder sonst was ist. Maschinen können das viel besser. Bildanalyse-Maschinen, bevor der Arzt überhaupt die ersten Anzeichen sieht, kann ich das über Computersysteme analysieren, zur Verfügung stellen, dem Arzt präsentieren, sodass er darauf aufmerksam gemacht wird, dass da schon ganz leichte Veränderungen sind im frühen Stadium. Anwälte, ja, ich kann subsumierende Prozesse im Rechtsstreit, wenn ich die beschreibe nach einem gewissen Muster, können Systeme viel, viel objektiver, ohne einen emotionalen, subjektiven Part, erstmal das durchanalysieren und sagen, eben halt in Rechtsverfahren, das ist nach unseren Gesetzen eben halt hier die richtige Lösung. Dass dann der Mensch immer wieder eingreift und Empathie reinbringt und im Gesamtzusammenhang herstellt und so weiter. Das ist eine andere Komponente. Aber wir können im Dienstleistungssektor, in ganz, ganz vielen Bereichen, können wir über IT extrem viel menschliche Arbeit ersetzen und dadurch effizienter werden. Und wie soll denn sonst die Hälfte der Beschäftigten von heute, morgen, zwei Drittel der Beschäftigten, der nicht mehr arbeitenden Bevölkerung ernähren können. Also insofern, die Angst davor, wir würden Arbeit abschaffen und unnötig machen. Ja, wir haben keinen Menschen mehr, der es tut. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Wer macht denn die Arbeit, wenn wir den Wohlstand behalten wollen? Und da kann IT ganz, ganz, ganz viel helfen. Und meine Hoffnung ist, dass wir es in Deutschland schaffen, da ein Stück mitzumachen, nämlich in der betrieblicher Software. Da haben die Deutschen wirklich die Chance, nochmal mitzuspielen mit SAP, einen ganz großen, tollen, weltweit führenden Player am Board. Hier haben wir ganz viel Erfahrung und da haben wir auch eine Lücke, wo wir in Europa reinspringen können, ERP-Software, Finanzsoftware, Unternehmenssoftware. Da können wir wirklich auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen. Ja, da spielen Sie eine Rolle. Sie haben hunderte, ja,
wahrscheinlich tausende Arbeitsplätze in digitalen Unternehmen geschaffen, mit ihren Unternehmen. Aber dann bleibt ja die Frage, woher kriegen wir denn die Fachkräfte, die genau das schaffen sollen, was wir da brauchen? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen oder was müsste man machen, dass wir die Leute kriegen? Ja, War of Talents. Wir haben heute schon das Problem, dass wir um gute Talente kämpfen. Jeder sich dafür einsetzt. Wir verändern unsere Unternehmen, indem wir ganz freie Arbeitszeiten reden über New Work. Wir reden darüber, attraktiv zu sein. Wir bezahlen mittlerweile im IT-Bereich auch Gehälter, die sind weit überdurchschnittlich gegenüber anderen Berufsfeldern. Und wir sehen, wir haben trotzdem die Kapazitätsengpässe in Deutschland. Sieht man beispielsweise Indien, dann bildet Indien mehr als 10-mal so viel Informatiker aus als Deutschland. Ja, also da ist die Menschen sind ja nicht dummer oder intelligenter drüben oder hier, ja, sondern wenn die ausgebildet werden, zur Verfügung stellen. Also was machen wir? Wir gehen Offshoring, Nearshoring, Offshoring, versuchen doch die Menschen heranzunehmen, sehen aber, das Produktivste ist, wenn wir hier zusammenarbeiten. Also wir in unserer IT-Gesellschaft haben 19 verschiedene Nationalitäten versammelt. Wir sind auch Auffangbecken jetzt, dass wir sagen, kommt ihr Spanier, ihr Griechen, ihr Italiener, kommt zu uns, arbeitet bei uns, auch aus dem Ostblock heraus. Wir kommen, als Ukraine Krieg waren und sonst was, haben wir gesagt, wo können wir helfen? Wir haben an verschiedenen Stellen geholfen, haben aber auch gesagt, wir haben Arbeitsplätze hier, kommt, ob Frau oder Mann, kommt zu uns, wir nehmen euch auf. Im Bereich der Hotel- und Gastronomie, genauso wie in der IT, weil da viele gut ausgebildete IT-Kräfte sind. Ich sage, investiere Deutschland, investiere in Bildung schon ganz früh, fange in den Grundschulen an, gehe in die Schulen hinein, bilde auch in Richtung Technologie aus, Informatik aus, solche Themen, nimm die mit als selbstverständlich in den Unterricht, schon in den jungen Jahrgängen, und zwar, dass man Spaß daran findet, ja, dass man als junger Mensch nicht nur Spiele spielt, sondern auch Software entwickelt, also was herstellt, was man, wenn man sieht, eigene Programme entwickelt, auf einmal läuft da was und man kann selbst was bewirken, dann kann das auch Spaß machen. Und dieses ganz früh zu bilden und dann in den Universitäten, ob das die Fachhochschulen oder die Hochschulen sind, ganz tolle Ausbildungsangebote machen. Wir werden diese Personen, die werden Zukunft haben, die werden Arbeitsplätze bekommen, die werden hervorragend auch langfristig bezahlt und gesucht werden. Insofern ist das ein riesen Arbeitsgebiet. Wir müssen für Nachschub sorgen. Und so heute 30.000, 32.000 Informatiker, die jedes Jahr aus dem Studium herauskommen, sind viel, viel, viel zu wenig. Wir brauchen einen viel größeren Part. Und den nur aus dem Ausland nach Deutschland zu nehmen, nur durchs Know-how reinzukaufen, das ist zu wenig. So, jetzt haben wir über die Mitarbeiter gesprochen. Jetzt reden wir mal über die Unternehmer. Wo kriegen wir denn digital denkende Unternehmer her? Beziehungsweise, was mich interessieren würde, lieber Dr. Haas, was unterscheidet eigentlich einen digital affinen, digital denkenden Unternehmer von so einem tradierten Unternehmertypus? Was brauchen wir denn da für Leute? Man denkt schnell bei einem digital denkenden Unternehmer an einen Softwareunternehmer, der in der Informationstechnologie ist. Wir brauchen die digital denkenden Unternehmer in diesen Bereichen, in denen wir in Deutschland gut sind und tätig sind. Der Mittelständler, der hervorragende Produkte fertigt, der im Produktionsprozess ist, der Maschinenbau vielleicht repräsentiert oder in der Autozuliefererindustrie ist und so weiter. Also der klassische, wie man so schön sagt, tradierte Unternehmer in tradierten Feldern, der heute aber auf ganz hohem Niveau mithalten muss, technologisch mithalten muss, mit Asien mithalten muss, mit Fertigungstechniken, wo so ein Tesla hineinstößt, auf einmal ganz zeigt, welche neuen Wege es gibt. Diese Unternehmer, die müssen wir dazu bringen, zu verstehen, wie unglaublich hilfreich es ist, wenn sie digital denken.
Digitales Denken in Unternehmen unterscheidet sich insofern vom klassischen Unternehmen, dass früher man sehr stark in Bereichen organisiert hat. Ich habe hier meinen Vertrieb, ich habe mein Marketing, ich habe mein Produktfertigung oder Projektmanagement, ich habe meine Buchhaltung, ich habe meine verschiedenen Abteilungen im Haus drin und ich habe immer abteilungsbezogen gedacht. Der moderne, digital denkende Unternehmer denkt in Prozessen, in Abläufen. Ja, viele in der Fertigung haben schon Supply Chain Management und sonst was, haben ganz früh schon angefangen, in Abläufen zu denken, haben gesehen, wie sauber es ist, in Abläufen zu denken. Aber in Software-Systemen hat man immer noch in Sparten gedacht, immer noch in Abteilungsdenken und hat dann gesagt, oh, dann nehme ich mir die besten Systeme, die nebeneinander stehen für meine Abteilung, hat den Abteilungsleitern oder Bereichsleitern die Verantwortung übergeben, die Entscheidung für eine Bereichssoftware zu treffen. Damit schaffe ich aber nicht das, was uns wirklich nach vorne bringt, nämlich mit künstlich intelligenten Verfahren in Prozessen zu optimieren und Abläufe hinzubekommen, weil jeweils von einem System zum nächsten System habe ich eine Membrane, gehe über APIs, über Schnittstellen hin und versuche, die zu überbrücken. Und das ist der Hindernisgrund für Abläufe zu optimieren und automatisieren. Von daher sind wir als Compvisio hingegangen und haben gesagt, ja, es ist für uns als Softwarehersteller viel, 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 viel schwieriger, wenn wir ein Unternehmen holistisch denken, gesamtheitlich denken. Und wir uns nicht an Abteilungen orientieren, sondern wir schauen uns die Hauptprozesse, die in einem Unternehmen laufen, an. Wie ist die Prozessstruktur im Unternehmen von Informationen? Wie werden Informationen von einer Abteilung in die nächste, in die nächste, in die nächste gegeben? Wie greifen diese Themen ineinander zusammen? Und dann haben wir ein komplexes System entwickelt als integriertes Unternehmenssoftware-System, in dem wir die Komplexität für den Anwender vordenken, damit der Anwender sie nicht mehr hat. Die Entwicklungskomplexität ist eine Potenz höher, als wenn ich nur ein separates Modul in einen Bereich denke und das abkapsle und dann nicht mehr, was kommt davor, was kommt dahinter. Wenn ich aber immer denke, was kommt davor und kommt dahinter und wie kann ich das in ein System hineinmachen und die Finanzbuchhaltung ist mit dem CRM-System und Projektsystem und sonst was in einer einzigen Codebasis drin, dann muss ich immer alles, immer jede Auswirkung aufeinander mitdenken. Und das müssen Unternehmen verstehen. Wir müssen die Abläufe hinbekommen. Das muss smart durchlaufen. Das müssen wir automatisieren können. Und wir müssen dann nacheinander immer kleine Prozessschritte automatisieren, die Routinetätigkeiten wegfällt. Und da kommen so unfassbar viele Möglichkeiten auf einmal auf, und um die Betriebe effizient zu gestalten. Und wenn wir das hinbekommen, dann sind wir auch wieder wettbewerbsfähig in der Welt. Dann sind wir innovativer, sind wir schneller, wir können unsere Zeit für kreative Dinge, für wirklich wichtige Dinge, für Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nutzen und nicht eben halt im kleinen Alltag. Der Unternehmer ist sehr schnell da, dass er wegschaut, dass er auch im eigenen Unternehmen nicht mehr hinschaut, um die wirkliche Frage zu stellen, was wäre denn, wenn ich die Arbeit gar nicht mehr machen würde? Oder was wäre denn, wenn ich die Arbeit mit kleinen Routinen automatisieren würde? Und das muss der digitale Unternehmer wirklich verstehen und verstehen, diesen gesamtheitlichen Ansatz im Unternehmen zu optimieren. Nur das ist die Möglichkeit meines Erachtens, wirklich effiziente Produktionen hinzukommen, aber auch Verwaltungsverfahren, auch administrative Verfahren, um besser zu werden. Und das unterscheidet meines Erachtens den digital denkenden Unternehmer vom sehr tradierten Unternehmer, der noch in diesen Spartenkästchen denkt und so spartenmäßig auch seine Führungskräfte hat und spartenmäßig seine Arbeit erledigen lässt, ohne Hand in Hand ineinander zu greifen. Sag noch, so, jetzt haben Sie ja. Ich sagte letzten Satz, wie Supply Chain Management und sonst was, Kanban-Systeme, die man überlegt hat, da hat man das alles schon gemacht. Das ist schon 30, 40, 50 Jahre alt von der Idee her. Und da hat das auch funktioniert. Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn das gemacht wird, dann sind Sie zuversichtlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben wird. Deswegen würde ich fast die Frage vom Anfang nochmal wiederholen, lieber Dr. Haas. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass der Knoten platzt? Und wenn wir jetzt vielleicht auch nicht zu den digitalen Champions werden und in der Liga mit China, USA und vielleicht, weiß nicht, Israel mitspielen, aber wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir zumindest
in der Anwendung dann, dass wir da einen Schritt nach vorne machen und sich was tut in Deutschland? Ja. Ein gut gefüllter Bauch studiert nicht gerne. In diesem Sinne kann es sein, dass so eine Krise, vor der wir gerade stehen, vielleicht laufen wir in eine Rezession rein. Wir sehen, wie die Inflation galoppiert, mit 10% in diesem Jahr, für nächstes Jahr 7% angesagt. Wie es wirklich, wie Zinsen wieder steigen, wie wir Energiepreise haben, wo wir Unruhen auf der Welt haben. Vielleicht hilft uns dieses, uns zu konzentrieren und zu sagen, oh, die fetten Jahre sind vorbei. Wir müssen nochmal richtig nachdenken. Wir müssen nochmal richtig reinhauen. Wenn wir unsere Position verteidigen wollen, dann müssen wir jetzt was verändern. Und schwierige Phasen sind die Phasen, in denen schnell auch Kreativität entfaltet wird, in denen man merkt, man muss was verändern, indem man vielleicht jüngeren Generationen in Unternehmen auch frühzeitig mal Mitsprache gibt und auch die Nachfolge geregelt, dass man mit dem Fortschritt mitgehen kann. Also die Hoffnung ist da, dass solch eine Krise uns beisteuert, dass wir wirklich viel schneller in die Digitalisierung gehen. Warum sind Unternehmen in Deutschland und auch überwiegend in Europa 5 Jahre in der Digitalisierung von Unternehmen hinter den USA? Warum? Ja, wir können doch hier alles. Wir haben die Intelligenz, wir haben die Ausbildung, wir haben einen tollen Staat, wir haben eine Demokratie, in der wir leben können. Wir können doch das machen. Also ich habe die Hoffnung, dass der Knoten platzt und die deutsche Wirtschaft wirklich mehr Digitalisierung, mehr Effizienz, schneller nach vorne geht, nicht nur der Bedenkenträger der Welt ist, sondern sieht, welche Chancen bestehen. Das heißt nicht, dass wir digitale Risiken übersehen sollen. Ja, ich bin ein Fan davon, dass wir über den Schutz von Personendaten in Europa eben eine Regelung getroffen haben. Ob die immer perfekt ist, egal, die können wir nachschärfen und besser machen. Ja, wir müssen auch Risiken sehen, aber Risiken dürfen nicht unser Leben bestimmen, sondern die Chance muss unser Leben bestimmen. Die Innovationskraft nach vorne, was verändern zu wollen, wir mitspielen zu können, nicht hinterherzulaufen, wir nicht die Konsumenten der Software der anderen werden, sondern lieber auch die Produzenten, die selbst Software entwickeln, selbst die Software mit in die Welt hineingeben. Das ist meine Hoffnung. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass die Krise uns hier helfen kann, nach vorne zu kommen. Danke für das Gespräch, liebe Dr. Haas.